Yo, was geht, meine Freunde? Willkommen zu einer weiteren Runde von Wenn ich du wäre in Fortnite. Lasst einfach mal bitte den Daumen da oben da, wenn wir uns, also keine Ahnung, Evive in Craft Attack oder so, dann machen wir das einfach damit, wenn ich du wäre. Ich sehe das irgendwie. Frohe Weihnachten! Ach, Lukas, halt deine. Wenn ich du wäre, würde ich so tun, als wäre die ganze Folge lang Weihnachten. Let's go, meine lieben Freunde. Es ist mal wieder Heiligabend und das heißt Geschenke, Geschenke, Geschenke. Jetzt den Kanal auf kostenloser Ehrenbruderbasis abonnieren. Kuss, Sus. Lukas, Evive, ich wünsche dir alles Gute zu Weihnachten. Wir beide landen auch, danke. Im Pleasant Park, meiner absoluten Lieblings-Weihnachtsumgebung. Und ich würde sagen, da ja heute Weihnachten ist, Leute. Lukas, wenn ich du wäre tatsächlich, ja? Ja. Wenn ich du wäre, würde ich mir mal ganz, ganz fix, du hast ja gleich, wenn wir das erste Battle überstanden haben hier im Pleasant Park, würde ich mal ganz, ganz fix zu dir gehen und dir eine leckere Unterhose über den Kopf ziehen und dann damit mal eine Runde spielen. Let's go. Es ist schon wieder so lost, aber okay, Revi, dann wenn ich du wäre, weil wir haben ja heute Weihnachten. Es ist Weihnachten. Du willst ja deinen Zuschauern was zurückgeben. Es ist Weihnachten. Dann musst du eine 25-Euro Amazon-Karte an deine Zuschauer jetzt verbringen. So, meine Freunde, der Code für die 25-Euro Amazon-Karte ist jetzt irgendwo in der Videobeschreibung versteckt. Wer ihn zuerst findet, hat Glück gehabt. Liebe Grüße und ciao. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, meine Freunde. So, Evive, da ja Weihnachten ist, kommt natürlich hinzu, an Weihnachten beschenkt man sich ja ordentlich. Und ich würde sagen, wir landen erstmal hier beim Roten Haus, mein Guter. Okay. Ich würde mich sehr darüber freuen, liebster Evive. Klar. Oh, ich komm. Rein da. Muss ich jetzt echt eine Unterhose, weil der muss ja, kurz geh mal kurz rüber. Ja, ja. Ja, kein Thema dann. Bis gleich. Na, warte, erst Headset anziehen. Dann. Ja, ich, wow, da sehe ich nichts. So, ihr seht's, Leute, Unterhose. Im Nachbarhaus ist einer. Let's go, der wird gepusht. Schnieke! So, ich komm, warte. Unter uns? Ja, er läuft weg. Ja, der Typ war wieder ganz los. Ja, du kriegst den Kill! Ja, ich habe ja auch sehr viel Schaden gemacht an ihm, das muss man an der Stelle auch mal sagen. Hier ist irgendwo noch einer. Oh, ja, die kommen. Sag, wenn die da sind, dann mach ich die Tür auf. Jetzt, erst oben, erst bei dir. Ja, er gibt mir hin. Ah, bei mir am Rad! Hä? Wo kommt der her? Runter! Und der andere kommt. Nein, ich wollte die hacken! So, Lukas, ich bin ja wieder dran, ne? Und da ja Weihnachten ist und wir gerade in der Lobby sind, Lukas, wenn ich du wäre, kaufe doch mal bitte ganz kurz alle Skins hier im Shop, die ich noch nicht habe, danke. Alle Skins? Ja, ja, mir fehlt zum Beispiel der Krampus, Polara und... Junge, übertreib's doch nicht direkt. Ein Skin ist doch cool, aber der Beast-Pilot, die drei hätte ich gerne. Jolly, jolly Christmas. Oberknacker. Ach dann komm, das reicht. Komm, wir machen jetzt erstmal, es reicht mir erstmal, komm. Revi, wenn ich du wäre, würde ich mal ganz kurz erwähnen, dass wir Arena spielen, weil wir für normale Runden einfach viel zu schlecht sind. Aber auf Ernst. Meine Freunde, wir spielen gerade übrigens nur Arena, weil wir für eine normale Runde viel zu schlecht sind und ich lang kein Fortnite mehr gespielt habe. Das war's von dieser Anzeige. Aber ich bin ja der Carry. Sag, ich bin der Carry. Aber Evive ist natürlich der Carry. Lukas, das ist ganz klar, dass das jetzt im Zusammenhang mit deiner Aufgabe steht. Deine Mutter, ne? Die hat doch sicherlich WhatsApp. Die hat doch sicherlich ein Handy mit einer Kamera. Wird sie gleich mal ganz kurz für mich anrufen. Ich erzähle dir gleich, worum es geht. Aber ich werde nicht meine Mutter mit Video anrufen. Für ein Video, warum? Genau das wirst du tun. Kann ich mir die Unterhose bitte vom Kopf nehmen, bitte. Wenn du sie noch einmal ganz fest inhalierst, dann ja. Revi? Ja? Bin ich dran, ne? Ja. Ja, wenn ich du wäre, ruf doch mal bitte deine Eltern an. Auch mal gratulieren, frohe Weihnachten sagen. Und sag, du freust dich aufs Essen heute Abend. Das ist absolut dumm. Das ist absolut dumm. Ja. Aber du freust dich aufs Essen, oder nicht? Ich freue mich tatsächlich aufs Weihnachtsessen, nur das findet halt jetzt noch nicht statt. Hallo Mama, frohe Weihnachten! Na? Ich freue mich unglaublich auf Heiligabend heute Abend aufs Essen, ey. Danke, kommst du gegen 18 Uhr? Ich bin so gegen 18 Uhr bin ich da, denke ich mal. Also ich würde gleich hier losfahren in Köln. Und ich freue mich richtig drauf. Was gibt's denn heute Abend? Also ich kann sie eigentlich gar nicht mehr verstehen. Vielen Dank für das Gespräch. Oh Mann. Da muss ich mich wohl verwählt haben. Alles klar. Und ciao. Tschüss. Ja, da wurde man von der eigenen Mama gereist. Gib mir bitte die blaue AR wieder zurück, Bro. Robi, du kannst nach Hause gehen, ne? Ja. Komm, verpiss dich. Mein Auto ist sauber? Ja. Warum? Revi, wenn ich du wäre, sag Tobi, sollst du wieder dreckig machen. Tobi, wenn ich du wäre, würde ich mein Auto... Was? Was? Tobi, kannst du mein Auto einfach wieder dreckig machen? Super, perfekt. Machst du da ein Video davon, ja? Alles klar, danke dir, ciao. Digga, da ist eure. Weil jeder, das nicht weiß, Tobi war gerade das Auto waschen. Also ich empfinde es ja schon als dreckig, wenn mein T-Shirt so einen Cocktailsoßenfleck und so hat. Deswegen werde ich jetzt Sebastians Auto dreckig machen. Im Sinne von mit Cocktailsoße beschmieren. Ich habe es heute gewaschen. So, dann mache ich das mal hier. Für mich ist das Auto jetzt eigentlich schon dreckig. Aber da ich nicht gekündigt werden will, also hier, ne, Auto ist dreckig, habe ich mir Zeber mitgenommen.
Ah, chillig, das ist geschmiert. Ach ja, mir fällt gerade ein. Lukas, stimmt, ich habe ja gesagt, deine Mutter anrufen. Lukas, wie lange bist du jetzt mit Alina zusammen? Gute Frage, also 5,5 Jahre ungefähr. Fast 6 Jahre. So, Lukas, wenn ich du wäre, machst du gleich nach der Aufnahme Folgendes. Du gehst hin, rufst deine Mutter an. Nach so einer langen Zeit werden die ja sicherlich ein Baby erwarten. Und du kannst ja sagen, dass sie es endlich geschafft hat. FaceTimes deine Mama, nimmst das bitte auf und sagst dir, dass sie endlich schwanger ist und dass sie euch richtig freut, aber du ein bisschen nervös bist. Sie hat gestern Abend einen Test gemacht und eben nochmal einen und ihr habt so ein bisschen gewartet und so, ne? Ey, ganz kurz, meine Mom wird das safe voll ernst nehmen. Mhm. Weil das kann man nicht machen, oder? Ja, weiß ich, also man muss das ja nicht machen, sondern du tatsächlich, von daher. Ey, das wirklich, ich glaube, das ist zu hart. Meine Mom wird das safe voll ernst nehmen. Mhm. Nee, freut mich, alles Gute zum Baby. Hi Mama. Alles gut? Ja. Ja. Okay, ich wollte nur kurz sagen, und zwar, Alina und ich, also Alina hat gerade einen Schwangerschaftstest gemacht und der ist positiv. Hast du jetzt ein Video oder ist das jetzt dein Ernst? Nee, ist mein Ernst. Ich bin auch heute nicht am PC. Ich glaube, ich werde jetzt, weil ich dich ja jetzt kenne mittlerweile. Aber dann würde ich mich natürlich super, super freuen. Echt? Ja. Boah, ich bin gerade voll unter Schock, so ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll. Du kriegst ein Video, komm. Nein, wirklich nicht. Wow. Dann würdest du ganz anders. Du würdest viel emotionaler reagieren. Hä, wie soll ich denn reagieren? Ach komm. Ich bin am Zittern. Bist du nett? Doch. Das höre ich dir an. Ja, wenn du mir nicht glaubst. Das wäre natürlich super schön. Ja. So einen kleinen Lukas. Hallo, kannst du das mal ernst nehmen? Was soll denn der Sch? So einen kleinen Michel aus Lenneberger würde ich sofort wieder nehmen. Das ist wirklich ernst. Ich glaub dir nicht. Das ist ernst. Soll ich mit dem Test vorbeikommen? Ja, den Schwangerschaftstest. Ja, okay, wir haben keinen. Oh Mann, ey, ich kann dich nie anrufen, ohne dass du direkt was raffst. Aber es war gut, es war voll gut von mir gesagt. Ja, du warst zu ernst. Ja, soll ich lachen, oder? Wenn du Papa werden würdest, dann wärst du ja wohl viel emotionaler. Ja, keine Ahnung. Gut, ja, dann leg ich mal wieder auf. Ich würde mich trotzdem freuen, natürlich. Ja, ich meine, ich bin ja Katholikin. Und dann muss man natürlich den richtigen Weg gehen, ne? Heiraten, Kinder. Ja, machen wir. Alles klar, danke, Mama. Aber ich liebe alle Kinder. Ciao. Tschö. Revi, was hast du momentan für ein Auto? Einen GT63 AMG S, warum? Oh, nicht schlecht, Digga, habe ich selber auch, aber meiner ist schon ein bisschen geiler, das wollte ich einfach nur anmerken, das hat nichts mit der Aufgabe zu tun. Mhm. Stani hat ja auch denselben, ne? Ja. Philipp mag es ja auch mega angerufen zu werden, wenn ich du wäre, das habe ich ja schon mal in Erfahrung gebracht. Deswegen ruf dir mal bitte an, sag, dass du irgendwie eine komische Fehlermeldung hast bei deinem Auto und der irgendwie jetzt abgeschleppt wird, du aber einen Wagen brauchst und du könntest ja auch einen bei Six oder so jetzt holen, aber du siehst nicht ein, mit so Kackautos rumzufahren und deswegen fragst du ihn bitte, ob er sein Auto verleiht. Ja, gegnermäßig läuft hier nicht so, ne? Nee. Philipp geht auch nicht dran gerade. Schade. Wenn er gleich zurückruft und dran geht, dann sag am Ende Waffe, wenn ich du wäre und sag dann Edgy Badgy. Alles klar. Edgy Badgy. Lass mal wieder Sand rollen. Ich tu mir hier noch Stuff mit. Boah, Digga, lol, ich bin gesniped worden, als ich eingesunken bin. Ja. Flucht vor der Sonne gleich, Alter. Ja, okay, lass das Kolosseum dann gehen. Wenn ne? ich du wäre, sing mal bitte kurz einen Song. Flucht vor der Sonne! Ja, ich bin Denergy und wiege 40 Kilo pro Bein. Flucht vor der Sonne! Zone. Weiter, bis ich dich hab. Ich fliehe vor der Zone, ich bin Denergy. Ich habe Energy. Ich bin Denergy. Ich habe Energy. Flucht vor der Zone. Flucht vor der Zone. Okay, reicht, stopp. Wir sind schon. Stopp. Wir fliehen immer noch vor der Zone. Wir sind ganz oben. Und alle ganz Leute oben fliehen zusammen mit vor der Zone. Es ist schon okay. Oh, goldene Scar. Minis. Kannst du mir eine Sniper irgendwie mitbringen? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Doch, ich bring dir meine mit. Ich brauch die nicht. Also hier ist noch einer drin, in diesem Turm da. Ja, Bro, wo sind denn die anderen? Ich weiß es nicht, aber... Komm mal lieber zu mir. Ja, ist grad schwer. Sind zwei da drin, oder? Ich glaub schon, die bauen unten und oben instant gegen. Ja, sind zwei. Wir haben verlassen die Stellung. Ja, die werden noch angegriffen. Feuer! Die kommen mit Sand, oder? Nee. Nee. Die haben die selber angezündet, die Idioten. Ey, sind die dumm? Boah, ja, Bro, schade. Schön, du hast Sitz gemacht. Dann lass mal hier in Zone gehen. Lass Zone gehen. Ja, wollte gerade sagen. Top 3! Ich glaube noch ein Team. Jetzt 1 gegen 1. Bro, wir können hier vorne dieses Haus komplett nehmen, ne? Ja, let's go. Und dann gehen wir High Ground. Lass aber unten reingehen, dass die nicht wissen, wo wir sind. Ja, die wissen eh, wo wir sind. Wir sind ja sonst nur noch Wüste. Wüste und ein Haus. Tja, wo sind wir dann wohl? In der Wüste. Schnell, nicht, dass die jetzt, genau jetzt gerade rushen. Gar nicht pieken. Entspann einfach. Oh. Warte mal, das ist nur einer. Chill, ich habe Angst, dass von irgendwo jetzt noch einer sniped. Hä?
Es muss noch einer leben. Das ist nur einer, oder? Okay, er muss zu uns kommen. Nice. Und lassen wir ihm mal ein paar Mets verbauen. Boah, ich weiß ja nicht, wo der andere ist. Du stehst hier sehr offen. 36er? Hast du geschossen? Ja. Nice, er hat nur noch Holz. Der letzte Safe Call, irgend so ein Noob. Ja, er will, ich glaube, Skybase nur nicht machen. Hab ihn. Let's go! So, ja, ich sehe ihn hinten. Warte. In dieser kleinen Hütte. Lass ihn. Ist das ein Noob? Oh Gott, nee. Das ist nicht. 36er. Ja, der ist gleich down. Denk an die Zone, ne? Ja, Bro, ich habe halt nicht so viele Mats, ne? Er ist hinter dir. Oh oh. Und let's go! Putz! Einfach ein Win! Das war's mit diesem Video, meine Freunde. Lasst einen Daumen nach oben da, haut rein. Ciao!